Die Symptome der Coronavirus-Infektion sind nach allem, was wir jetzt wissen, relativ milde häufig. 30% haben gar keine Krankheitssymptome, 30% erkranken an Erkältungssymptomen, die sie nach 3, 4 Tagen wieder überwinden. Und ein kleiner Teil, in Deutschland wohl nur 15%, erkranken an einer Lungenentzündung. Und die, die an einer Lungenentzündung erkranken und schwerer krank werden, um die wir alle Angst haben, das sind die Großeltern, das sind die Alten in der Gesellschaft, 70-Jährige, 80-Jährige, die sind gefährdet und das sollten wir alle mit überlegen, wann wir den Besuch bei Oma und Opa machen, dass wir die nicht unbewusst anstecken. Die Mortalitätsfrage ist natürlich im Moment noch schwierig zu beantworten und scheint von Land zu Land verschieden zu sein. In China kursierte die Zahl 3,2%. Neue Zahlen sprechen von wesentlich niedrigeren Mortalitätsraten. In Deutschland sind auf 3000 Infektionen bisher 9 Todesfälle, also sozusagen eine ganz niedrige Mortalitätszahl beschrieben worden. Ob das anhält, wissen wir nicht. Auf jeden Fall scheint es in einem Land wie unser mit einer tollen medizinischen Versorgung weniger tödlich zu sein als in anderen Ländern.